So, ihr Lahmärsche, nächste Szene. Ton bereit, Kamera läuft. Ach, hau ab. Das ist Starregisseur Johannes Schlüter. Klaus Kinski hielt ihn für wahnsinnig und weigerte sich, mit ihm zu arbeiten. Gerade dreht Schlüter mit Angela Merkel den Film Angie 4, die Raute Nimmersatt. Es geht um eine Kanzlerin, die durch ihre Flüchtlingspolitik ins Umfragetief gerät. Aber dann reißt sie alle Wähler mit, und zwar durch Führungsstärke und Leidenschaft. Ja, aber warum spielt dann Angela Merkel die Hauptrolle? So, Angela, in der nächsten Szene sitzt du neben deiner tollwütigen Halbschwester Horst. Du guckst ihn ganz überlegen an, so coole Saumäßig, so nach dem Motto, was willst du denn, du Lederhosenpimmel? Und Action! Cut, das war scheiße! Mein Gott, die alte, ey. Schon bei Angie 1, Ossipussi, hatte Schlüter versucht, seine Hauptdarstellerin volksnah und gefühlvoll wirken zu lassen. So, Angela, du gibst jetzt dem kleinen Jungen da ein Gefühl von Wärme und Geborgenheit. Ganz emotionale Szene. Und Action. Die Sonne so. Ist schon da. Jetzt, ich hoffe, wie alt bist du? 12. Naja, gut. Boah, ist die Scheiße. Super Kacke, ey. Boah, meine Fresse. Anders als in Angie 2, Sitzfleisch ist mein Gemüse, und Angie 3, Liebesgrüße aus dem Hosenanzug, gibt es diesmal einen ernstzunehmenden Gegner. Eine Bande Wahnsinniger, sehr überzeugend gespielt von der AfD. Sie hetzt Merkel die besorgten Bürger auf den Hals. So, Angela, jetzt kommt der große Showdown. Deine Kritiker stehen alle vor dir mit Fackeln und Mistgabeln. Aber du hältst die Rede deines Lebens und überzeugst sie alle von deiner Politik und Action. Wenn ich vielleicht beginnen kann, dann würde ich dazu nur sagen, Cut! Boah, ist die Scheiße! Mein Gott, Drehpause! Angela, komm mal mit. Angela, es geht um Kommunikation. Du hast gesagt, wir schaffen das. Die Leute fragen ja, wie denn? Die brauchen jetzt Klartext. Antworten, Führungsstärke, also, was machst du? Schweigen. Nein! Oh mein Gott, ist das eine Kacke! Dumme Nuss!